Willkommen zum Rift Report, eurem neuen Patch Rundown, bei dem ihr die offiziellen Changes von Riot direkt zum Release bekommt. Also schnall dich an und lehn dich zurück, denn dieser Patch hat es wieder einmal wirklich in sich. Dieser Patch ist der mit dem größten Pro-Play-Fokus, den ich jemals in League of Legends gesehen habe. Nichts in diesem Patch bezüglich Buffs, Nerfs oder sonst was zielt überhaupt in geringster Weise auf die Solo-Queue ab. Hier geht es wirklich nur um MSI, denn Patch 14.8 ist der MSI-Patch. Starten wir dennoch kurz mit Vanguard. Nachdem Riot's Anti-Cheat-Software ungelogen 5 Patches lang verschoben wurde, soll das Ganze nun mit Patch 14.9, also am 1.5. auf allen Live-Servern Halt finden. Mit Patch 14.8 wird Vanguard einen Probelauf auf den philippinischen Server machen und auch hier in Europa wird es im Client bereits Kompatibilitätschecks geben. Starten wir aber direkt mit den Champion-Buffs und dort mit Akali. Damit sie etwas stärker in der Laning-Phase ist, bekommt sie 30 zusätzliche Base-Health. Auch Draven darf natürlich in keinem internationalen Turnier fehlen, er bekommt daher 5 zusätzliche Base-Damage auf jedem Rang seines Q. Galio bekommt den dritten Buff hintereinander, diesmal bekommt er 5 zusätzliche Base-Movement-Speed und auch sein Q-Cooldown ist auf den frühen Rängen nun etwas niedriger. Graves hatte im Pro-Play-Bereich schon lange keine Präsenz mehr, daher verbessert man nun das Attack-Speed-Scaling bei der Nachladezeitverkürzung um ca. 35%. Dazu möchte Riot offensichtlich einen Crit-Graves sehen, denn auch das Crit-Damage-Ratio seiner Shotgun-Pellets geht um 5% hoch. Ich habe ja nicht wirklich das Gefühl, dass Quay im Pro-Play schwach ist, dennoch bekommt er einfach mal nochmal einen kleinen Buff, nämlich 5% zusätzliche AP-Ratio auf seiner Passiven. Jarvan's Passive kriegt einen kleinen Revert und das bedeutet, er hat wieder einmal 1% zusätzlichen Current Health Damage auf dieser. Das hatte man ihm einfach in Patch 13.18 genommen. Jhin bekommt mehr Bonus Movement Speed bei Crits, dazu macht sein Q nun auf jedem Rang einen Damage weniger, damit sein Q nun einfach 44 und 69 Damage auf den ersten beiden Rängen macht. Der Dive-Bomber der ADCs, aka Kaiser, darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Sie bekommt 5% zusätzliches Bonus-AD-Scaling auf dem Q. Auch LeBlanc wird angepasst, sie bekommt 5 mehr Base-Damage auf allen Rängen des Q. Entscheidenderweise geht jedoch der Early-Game-Cooldown ihres W massiv runter. Olaf wurde ja bereits im letzten Patch für den Jungle gebufft, das Ganze hat offensichtlich noch nicht ausgereicht, denn nun bekommt er auf den späteren Q-Rängen noch einmal deutlich mehr Bonus-Monster-Damage. Ein Champion, den Riot bekannterweise so ziemlich nie bufft, ist Ryze. Und dennoch bricht man scheinbar mit dieser Tradition. Sein W bekommt mehr Slow und auch der Cooldown ist nun auf den ersten Rängen deutlich niedriger. Auch Sylas möchte Riot noch einmal als Flex-Pick für den Jungle und die Midlane sehen. Das heißt, sein Q macht nun 100% Bonus Monster Damage. Thresh, das Schweizer Taschenmesser der Supporter, darf natürlich ebenfalls nicht in den Buffs fehlen. Das heißt, er bekommt 2 zusätzliche Base Armor als auch 0,25 zusätzliche Magic Resist pro Level. Bevor wir zu den Champion-Nerfs kommen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Welcher LoL-Champion hatte eurer Meinung nach den most broken Build aller Zeiten? Für mich ganz klar der alte Feral Flare Warwick. Ich glaube, es war Season 4 oder 5. Schreibt euren Pick aber unbedingt mal in die Kommentare. Ab zu den Champion-Nerfs und da muss Riot natürlich endlich mal Azir angehen. Er verliert daher zunächst Health Region. Entscheidenderweise geht der Base Damage des Q jedoch minimal runter. Ich glaube allerdings kaum, dass das ausreichen wird, um diesen Champion aus seiner Pick- oder Bann-Situation rauszubekommen. Briar ist der einzige Champion-Nerf der gesamten Patch-Notes, der nicht Pro-Play-based ist. Sie verliert Leben pro Level und Bonus-Attack-Speed auf dem W. Dafür bekommt sie aber nun allerdings 25 zusätzliche Range auf dem Q. Zac Toplane ist ja seit Ewigkeiten bekloppt stark, daher reduziert Riot nun seine Base-Health-Region. Ehrlicherweise muss ich da aber sagen, dass ich mich frage, warum man nicht einfach endlich mal den Blob hier reduziert, wenn er seine Abilities nur auf Minions benutzt. Zu guter Letzt nerft man noch einmal Seri. Seit den 14.6 Crit-Item-Buffs ist sie ein echtes Monster, daher verliert sie nun 30 Base-Health. Zusätzlich dazu hat Riot auch noch 2 Champion-Adjustments mitgebracht. Starten wir zunächst einmal mit Mordekaiser und da sage ich direkt, das ist kein Adjustment, sondern einfach straight up ein Buff. Sein Q-Cooldown geht im Early-Game etwas runter, dafür verliert er jedoch 10 Base-Damage auf dem E. Die große Änderung ist jedoch, dass seine Ult nun nicht mehr geglänzt werden kann. Weder durch QSS, Mercurial Scimitar, Alistar Ult, Gangplank W, Olaf Ult, Rengar W oder was auch immer, wenn ihr euch ultet, dann
ja, kommt jetzt einfach nicht mehr raus. Das zweite Adjustment bekommt Skarner. Er war auf der Toplane mit einem W-Max-Bait extrem stark. Im Jungle war er allerdings ziemlicher Schrott. Daher nimmt man nun gleich zahlreiche Änderungen vor. Er verliert bei den Base-Sets zunächst einmal Mana pro Level, bekommt dafür jedoch etwas mehr Mana Regeneration Growth. Sein Q hat drastisch mehr Base-Damage auf den späten Leveln und dazu noch 20% zusätzliches Bonus-AD-Ratio. Dazu gehen die Mana-Kosten runter, die Buff-Duration hoch und die Recast-Time des Aufhebens als auch Schmeißens geht ordentlich runter. Sein W kostet nun 10 zusätzliche Mana auf allen Rängen und verliert auf den späten Rängen drastisch an Base-Damage. Zusätzlich gibt es noch ein paar Quality-of-Life-Updates. Zum einen triggert Rengars Q und Empowered Q nun Crit-Strike-Modifier, wie zum Beispiel den von Infinity Edge. Dazu proc Malignance nun auf Ults, die als Autos zählen, wie zum Beispiel Warwick's oder Twitch's Ult. Auf letzterem könnte ich mir das Ganze auf AP Twitch actually als sehr, sehr stark vorstellen. Itemänderungen sucht ihr in Patch 14.8 vergeblich, allerdings nimmt Riot ordentliche System Changes vor. Der Baron macht nun mit seinen Attacks deutlich mehr Damage. Der Acid Pool Damage hat nun 200 zusätzlichen Base Damage, der Acid Pool Slow ist auch nochmal um 10% stärker, der Territorial Baron Pull bekommt einfach ungelogen viermal so viel Base Damage und macht nun 300 anstatt 75 Damage. Der Hunting Baron Lightning Magic Damage geht um 5% Current Health Damage hoch. Der Baron Acid Shot Magic Damage bekommt 50% AD Scaling und auch der Tentacle Knockup Magic Damage bekommt saftige 200 Base Damage obendrauf. Zudem bereits vorher existierenden 25% AD Ratio. Auch die Void Grubs werden noch einmal angepasst. Sie spawnen nun eine Minute später. Außerdem geht der Void Damage um 33% hoch. Zusätzlich dazu bekommt ihr nun bei bereits 4 getöteten Void Grubs einen Void Mite. Das war's für diesen Rift Report. Momentan läuft auch noch unser 1000 Abonnenten Giveaway. Alles, was ihr machen müsst, um teilzunehmen, erfahrt ihr, indem ihr die neueste 13. Folge des Kluftkuriers schaut. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt unbedingt den Report aka Subscribe Button, denn jeden zweiten Dienstag um 20 Uhr gibt es hier die offiziellen Changes in extra knackig kurz. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es gerne. Bis zum nächsten Rift Report. Möge deine Elo hoch und deine Winrate noch höher sein.